Zurück bei Pokémon Kristall, jetzt schon die 40. Folge und wir sind hier bei diesen komischen Lagerhaushallen, den Fingen da gewesen. Wir müssen hier die Schalter schalten, erst ausgeschaltet, einschalten, ja, und damit machen wir Wege frei. Und gehen wir direkt mal hier hin, weil dieser hier kämpfen möchte und ja, sie haben das Projekt abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Ich suche nach Überresten der Beute. Also wird das bestimmt ein Dieb sein. Ohne Witz, das wird ein Dieb sein. Die Franco möchte kämpfen. Die Franco schickt Fkano in den Kampf. Nett. Wackelschwanz. Elektroball. Also kurz Pokémon heilen gewesen. Habt ihr ja nichts dagegen. Ja, und direkt daneben. Sie fängt ja super an. So. Weiter ist. Ja, okay. Das ist schon besser. Yay! Bodycheck. Oh, scheiße. Ja, okay, ein Volltreffer. Wie ist es, da steht, dass Fukanu verletzt wird? Er verletzt sich selber dadurch, nur mehr nicht. Und, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Pokémon wechseln? Nein. Apropos Pokémon, jetzt müssen wir schon mal spielen, jetzt wieder mal, nach langer Zeit. Da ja im November 2012 die neuen Pokémon-Editionen rauskommen können, für die Leute, die es noch nicht wissen. Namenseinfallkreativität 0. Sie heißen Pokémon Schwarz und Weiß 2. Also, ergibt alles keinen Sinn. Was soll man machen? Da werden auch, wie es momentan aussieht, drei neue Pokémon bei sein. Und ja, man kann über Touren halt die nächsten Pokémon sammeln, das ist auch so. Also keine Angst. Leider muss man sich leider muss man sich zwei Spiele kaufen. Hier ist eine Schalter Nummer 1. Das ist ausgeschaltet. Schalter, ja. Da muss ich halt den auch noch schalten. Ja, Schalter 2 und ja. Mal gucken, ich werde es mir glaube ich holen. Ja, ich hab's auch vollgebracht. Einmal raus. Juhu, scharfe Treppe! Ich habe jetzt alles zurückgestellt. Und einfach mal 3, 2, 1. Hier steht Schalter 3, er ist ausgeschaltet. Einschalten? Ja. Ja, das Rätsel kenne ich irgendwie noch ein bisschen, aber ich glaube, ich habe vorhin einen Fehler gemacht. Hier steht Schalter 2, er ist ausgeschaltet. Einschalten? Ja. Und da müsste eigentlich. Genau, hier ist noch auf. Und. Ja, scheiße, was? Und dann. Nummer 1. Hier steht Schalter 1, ist ausgeschaltet. Einschalten? Ja. Ja, und ich hänge im Dunkeln. Obwohl, nee. Oh nein, leck. Wirf dein Goodies herüber. Ja, meine Goodies! Was sind Goodies? Paolo möchte kämpfen. Paolo und seine Goodies greifen an. Seine guten Smogons. Welche ich immer noch über die Pest hasse. Walter. Und vier Schaden! Ah, ist ein bisschen geklaut gewesen. Ich weiß. Ja, geht noch langsamer. Und wir sind mal wieder, wie immer, vergiftet. Ich kriege irgendwann die Krise. Ja, das gibt Schadet, ist mir scheißegal. Er macht Tackle, ist mir auch scheißegal. Ja, Volltreffer, ist mir egal. Er trifft und macht ihn kaputt. Hoffe ich. Ja, geht doch. 561 EP und ja. Er setzt wieder ein. Oh, Magma. Nice. Ja, Pokémon wechseln. Weil mir das Piepen Gewalt. Na, ich hätte auch. Dann fahre ich mal ein. Elektroball kommt zurück. Genug. Jetzt, wo schon vorher Pokémon da sind, dann könnte man auch eigentlich sein. Unser Imbakrabi trainieren. Feuerschlag. Ist eh nicht sehr effektiv, also von daher. Was?
Da müsste ja. Ja, ich darf sogar nicht mehr angreifen. Unser armes Krabbi. Hatte keine Chance. Ah, doch. Nett. So, mal gucken, wie du dazu stehst. Eigentlich müsste es. Ja, klar. Das überlebst du, ne? Okay, dann wechseln wir lieber doch wieder zur Georock. Damit das nicht irgendwie falsch in den Rachen kommt. Smog. Und langsam hasse ich die Attacke Smog. Sie dauert lange und sie vergiftet sich bestimmt wieder. Ne, doch nicht. Intensität. Ja, lame. Langweilig. Mensch. Das ist nicht perfekt, ich weiß. Ja, vergifte uns auch noch, ey. Zur Strafe wirst du vernichtet. So. Machen wir die Musik und Georg hält 444p und Krabi ebenfalls. Und 21. Ich glaube, das haben wir damals schon erreicht. Ich musste nochmal neu spielen, weil ich vergessen habe zu speichern. Und diese Smoggons nerven ernsthaft. Wenn ich noch einen Smoggon in diesem Part sehe danach. Keine Ahnung was. Die nerven auf jeden Fall sehr. Ja, okay, 561. Und die Paolo wurde besiegt. Gnade! Nein. Goodies. Und wir gehen weiter. Ach ja, wir sind vergiftet. Ich hab mir ganz vergessen. Da haben wir das Gegengift. Da haben wir das Gegengift. Ja, wir haben sogar zwei Vergiftete. Also von daher können wir auch mal Megani nach vorne setzen. Einfach mal so ein Infinity-Ball, ja. Einfach damit unser Pokémon halt ein bisschen mehr Skill hat. Und hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick. Ich zeige dir etwas, das dir Angst macht. Und zwar ganz viele Smoggons. Rocket Rebel möchte kämpfen und setzt ihre dummen Smoggons ein. Ja, noch nicht. Ich frage mich eh, warum Smoggon so beliebt bei den. Ja. Bei den anderen. Bei diesen bösen Dingern ist. Bei den bösen Mitgliedern des Team Rockets. Ich kann das, ergibt doch keinen Sinn. Smoggons können doch gar nicht. Ich meine, ja klar, Smoggons. Manche Sachen können sie schon. Aber es ist doch blöd, wenn 80.000 Leute dich angreifen und alle haben 80.000 Smoggons. Und du sitzt da und kämpfst immer nur gegen Smoggons. Ja, wenigstens hast du was anderes. Weil keiner immer, wenn du einen Giflor einsetzen würdest, ey. Yay. Und Säure, ja, das macht ja nichts, zieh ich eine 13 KP ab. Hab Bunny Slam. Und sterben. 406 EP und ja, Level 37. Nice. So, andere Kurve wurde besiegt und ja. Angst hatte ich nicht. Wie konntest du? Ja, wie konnte ich? Boah, hört ihr den Helikopter? Jung, flieg noch tiefer. Na, das wollte ich doch gar nicht. Ja, nett. Hier ist steht Notfall. Er ist ausgeschaltet. Einschalten? Ja. Notfall! Natürlich! Notfall und das Item bleibt zu. Einschalten, ausschalten? Ja. Mal gucken, wie ich an das Item komme. Hier steht Schalter, ist eingeschaltet. Ausschalten? Ja. Nö. Sag mal, vielleicht kann ich jetzt von der Seite da ran. Ja, Tatsache. Und was haben wir? Ja, ein Rauchball. Super, bringt's auch voll.
So, jetzt machen wir Shelter 2 und 3 wieder angehen. Ja, da weiter einfach. Hier steht Shelter 2, er ist ausgeschaltet. Einschalten? Ja. Also, ihr schreitet ihren Weg weiter voran. Hier steht Shelter 3 ausgeschaltet. Ja, einschalten. Gut so. Nach rechts, nach unten, nach rechts, nach unten, nach rechts. So. Und hier? Ist das Lagerhaus oder wie? Was ist das für ein Typerball? Den wir immer gut gebrauchen können. Und fragen uns. Ja, okay, Team Rocket. Weiter kommst du nicht. Ich habe niemals Mitleid mit meinen Gegnern. Auch nicht mit Kindern. Und ich habe niemals Mitleid mit jemandem, der nur Smogons einsetzt. Zwei Pokémon und. Es ist. Oh, Radikal ist cool. Wenigstens haut mal besser als so ein dämliches Smogon, ey. Und die KP gehen weg. Ja, der Radikal war es da wohl. Ja, auch Golbat, nett. Ja, wechseln. Gerock. Und unser Gerock. Und. Boah, ist kalt geworden hier. Meine Hände frieren ein bisschen. Mal gucken. Steinwurf. Boah, Kung Fu Strahl. verwirrt. Das passiert uns in diesem Let's Play, ist mir voll wenig passiert. Aber dafür haben wir uns ziemlich oft dabei selbst verletzt. Blutsauger. Wie oft sind wir verwirrt worden? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich konnte mal mitzählen, wer die Parts gesehen hat. Ich glaube, 3 oder 4 Mal nur und das war's dann. Ich meine, so wenn ich alleine spiele, ne? Wenn ich. Ich habe Pokémon Platin damals gespielt. Ey, ich wurde so oft verwirrt immer. Und hier bin ich sogar zum 3. oder 4. Mal erst in dem ganzen Let's Play verwirrt worden. Ist das überhaupt Part 40? Item! Also ich finde top Äther. Was überhaupt Äther heißt. Ich weiß es selber nicht. Weiß das jemand von euch? Ja, schon gut. Juck, ich kenne dich. Ja, ich kenne dich auch. Ja. Und warum greifst du mich nochmal an, wenn du weißt, dass ich dich damals schon vermutet habe? Und das heute wieder vorab. Ja. Slimer. Hattest du damals auch einen Slimer? Ich weiß es nicht. Body Slam. In den Matsch. Na schade. Komprimator. Was? Du kannst jetzt noch einen Komprimator einsetzen? Achso, Flugzeug steigt nur. Lol. Minimoy wurde besiegt. Smogmog. Ja, okay, du bist wirklich nicht so asozial und setzt so einen scheiß Smogon ein. Dann hätte ich dich aber gejagt. Das kannst du mir glauben. Sagen mich schon viele. Boah, das sind jetzt 2 Smogons. Ja, das ist mir scheißegal. Das ist kein Smogon alleine und das ist das, was mir zählt. Ah, paralysiert! Schlammbad, nein, ich werde bestimmt wieder vergiftet. Werde ich mit euch. Ah, noch nicht. Ein Glück, dass ich die Welt nicht eingegangen bin. So, und dieses Mal wird auch besiegt und damit sind wir jetzt wieder eine Runde weiter sozusagen. Rocky drüber wurde besiegt, hat aufgegeben und. Ach so war das also. Ja. Du fühlst dich zwar cool, aber das bist du gar nicht. Und wer ist hier? Wie bist du weit gekommen? Ich denke, es gibt keine andere Lösung, um dich loszuwerden. Also, ich versperre dir den Ausgang, ja? Du musst mich loswerden, wenn du hier lebend raus willst, sonst... Ja, hast du ein Problem. Ich hasse dich.
Ich würde am liebsten die Wand hinter mir zumauern und würde dein Smogon sowas von die Fresse polieren. Das ist sich schon schämt, ein Smogon zu sein. Ich hasse dich. Ich hab. Ja, ist paranoid geschieht auch recht. Also, ich habe damals noch Smogon okay gefunden. Seit kurzem hasse ich sie. Und jetzt hasse ich sie immer mehr. Komm, komm, mach schneller. Ich gehe nie wieder auf. Ja. Ich hoffe, das war's dann noch mit Team Rock für das ganze Let's Play. Ja, paralysiert. Wenigstens bist du paralysiert. Das ist die Strafe dafür, dass du Smogons hast, ey. Vielleicht Biester werden paralysiert. Blöde Smogons. Ja, ja, mach Schaden. So, weg dieses blöde Ding. Und 610 EP. Ja, wenigstens geben die wenigstens ein bisschen EP. Aber ansonsten. Ja, wurde mich. Los? Ja, was willst du jetzt machen? Du kannst nicht da lang, du kannst nicht da lang. Und an mir kommst du nicht vorbei. Jetzt schubst dich nicht von hinten. So sozial bin ich. Bums. In den Tag. Wie? Was? Du willst mich retten? Danke. Der Radioturm. Was geschieht dort? Von Team Rocket besetzt? Hier, nimm diesen Türöffner. Oh, scheiße, ey. Na, sorry. Damit kannst du den Rolladen im zweiten S öffnen. Ich flehe dich an, um zu helfen. Niemand weiß, was sie vorhaben. Wenn sie erst Kontrolle über den Transmitter, was das auch immer sein soll, erlangen. Sie können sogar mit einem Spezialsignal alle Pokémon kontrollieren. Bitte hilf mir, du bist meine letzte Rettung. Bitte rette den Radioturm und alle Pokémon in diesem Land. Oh, das gefällt mir schon mehr. Was war das denn? Ich will's gar. Ist mir auch egal. Ich gehe jetzt in den Radioturm und mach noch ein bisschen Kleingehäcksle. Oh! Münzamulett! Geil! Ja. Bing, 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 da, 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 da. Miau, 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 miau. Lass mich an die Items bitte. Warum lasst ihr Schweine mich nicht an die Items dran? Ich habe ja die Lust am Arbeiten, wenn mir jemand zusieht. Hey, Gnom, zisch ab. Dann guck ich dich erst recht an. Ashok, Macho. Und du? Hey, du hältst uns auf. Wir arbeiten. Steht in den Grund. Damit es niemand sieht. Also, ich habe euch gesehen. Wow, 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 das Zeug am Boden ist Plunder. Nimm es dir, wenn du möchtest. Wenn ich rankäme. Schieben! Oh, wir haben schon 12 Uhr heute, ey. Mein erster freier Urlaubstag. Welcher Stockwerk? Ja, ich wollte jetzt hier schon auf 2S gehen. Bim. Bim, bim. So. Ja. Die Stadt ist wieder sicher. Und trotzdem ist keiner draußen. Och Mensch, das müsste noch in den Radioturm wieder. Eigentlich nervt ja Team Rocket, ne? Aber eigentlich habe ich das freie Durchmarsch bis zur Tür, also von daher. Nerv, Nerv, Langeweile, Langeweile. Keine Gefahr für mich. So. Diesmal öffne ich auch kurz die Tür. Schlitz für Türöffner, genau. Und Marceline benutzt den Türöffner. Und Marceline sagt jetzt hier erstmal, schneide kurz. Drehe direkt weiter bestimmt, weil ich das eigentlich hinter mir haben will. Aber ansonsten sage ich erstmal, bis zum nächsten Mal. Masala Vista, Baby.